Hallo! Da sind wir wieder, eure Sandro und eure Sarah von den Car Collectors. Wie wir euch das letzte Mal angekündigt haben, haben wir noch einige Produkte mehr von Chilling Rain bekommen. Das sind die Blister. Wir haben da die... Seid ihr ready für die Chilling Rain Blister? Die Blister, wir haben zwei verschiedene... Yes. Blister, genau. Und die einer Blister. Dreierblister, einer Blister, genau. Yes. Vier Stück insgesamt. Wir haben hier, ich zeige es euch da mal vorne, wir haben das ultrasüße Evoli. Und wenn ihr euch entsinnt vom Battle Style Set, da gab es nämlich einen Blitzer, was fast ähnlich aussah mit dem Blitz im Hintergrund. Erinnert mich sehr an das Artwork. Das geht in die Richtung. Dann haben wir einen coolen Rayquaza Coin und natürlich drei Chilling Rain Booster, das gleiche hier. Ein Single Strike Relaxo hat sich jetzt nach 20 Jahren mal entschieden, mal zuzuschlagen. Und der Schlag ist geballt. Ja, der hat sich richtig, richtig ausgeruht. Und vielleicht die einen oder anderen kennen das Artwork. Das ist nämlich in Japan als Promokarte erschienen im Korokoro Magazin. Mhm. Zu den Einerblistern haben wir ein super süßes Morpeko, dass die Früchte gefressen worden ist oder so. Wir zeigen euch nachher nochmal im Namen. Und ein Pamphi. Genau, und das Morpeko, das kennen wir auch schon, das Artwork von dem japanischen Set. Und jetzt haben wir es hier auch als Promokarte endlich mal vertreten. Yes! It's time to let it rip, würde ich meinen, oder? Lange Rippen Rede, kurzer Sinn. Wir wollen euch zeigen, was da drin ist. Wir machen es schnell auf für euch. Hey, wir sind wieder zurück. Mega. Wir haben die ganzen Booster schnell aufgerippt und die Coins. Boah, wie glänzen. Oh mein Gott. Ja, die Coins begeistern uns gerade. Die sind echt cool. Das Rayquaza endlich mal. Die Reflexion. Und was ist das? Genesect. Schön. Genesect. Yes. Genau. Die zwei Coins habt ihr da in den Blistern drin. Die kommen natürlich mit den Ultra-Promo-Karten, wie wir schon gesagt haben. Die aus dem Single raus, auch wunderschöner Glitzer, Leute. Wunderschöner Glitzer. Der Cosmic-Effekt, sagt man dem, oder? Viele sagen sich da Cosmic-Effekt, oder? Das ist wie der alte, also nicht so, dass das der Plättern oder das... Wir haben einmal Morpeko und einmal Panfi, auch mit dem gleichen Effekt. Aber es ist irgendwie, der Hintergrund ist so dunkel und es schimmert nur. Wow, seht ihr das? Der Schimmer ist richtig schön. Okay, und natürlich ein Eevee, das von den Blitzen gejagt wird. Auch die Blitze schimmern in allen Farben. Richtig schön. Und unser Korokoro Relaxo. Korokoro Relaxo, da hätte ich Angst. Wirklich, Leute, da hätte ich Angst. Das ist ein cooles Artwork und auch der Kontrast wieder auf der Karte mit dem Rot und Blau ist richtig cool gemacht. Richtig böses Relaxo. Yes. Und dann haben wir natürlich noch insgesamt, muss ich schnell nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8 verschiedene, fast eher Lavados-lastige Chilling Rain Booster. Ja, dann hoffen wir mal auf ein Lavados. Oh, das wär's. Und in der Packung drin waren natürlich noch Promocodes. Die zwei Promocodes gebe ich euch raus. Das sind die aus den Single-Blistern von Panfi und Morpeko. Viel Spaß damit, Leute. Cool. Und wir wollen es auch machen. Wir wollen das Schätze rausziehen. Uns fehlen noch ganz viele von den Artworks. Gehen die besser auf? Nee. Also die Chilling Rain, vielleicht habt ihr es schon gehört, die Chilling Rain sind wirklich schlimm zum Aufmachen. Ja. Die Booster sind ganz schlimm. Okay. Pflanzenenergie. Drückt uns die Daumen. Drückt uns die Daumen, Leute. Wir haben Avery Weeding Gloves. Cast Form. Ich hab da schon was gesehen. Ich hab da auch was gesehen. Da kommt was, Leute. Ich hab da schon was gesehen. Hatelna, wir haben Sphiel, wir haben Seabolt und... Ja! Yes! Oh mein Gott, das erste Booster! Oh mein Gott! Das erste Booster! Oh, Leute, unsere Rainbow-Karte! Und ich dachte vorher noch, wir brauchen noch die Sleeves. Wenn wir wirklich eine Rainbow ziehen würden. Oder irgendwas Cooles. Oh mein Gott, aus
dem ersten Booster. Das erste Booster, Leute. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das wow. One-Pack-Blister war. One-Pack-Magic. Ich hoffe, dass das... Oh mein Gott, Leute. Dies wunderschön. Was für eine richtig krasse Karte. Wow, okay. Gleich eine Rainbow gezogen. Ich habe eigentlich schon ausgedient. Gleich in den Sleeve rein. Ich probiere noch eins von den Artworks schön aufzumachen. Packs ein bisschen auf aber die Seite. Wow, keine Leute. Chance. Keine Chance. Oh mein Gott, einfach eine Rainbow gezogen. Heftig. Okay, weiter geht's mit meinem Booster. Mhm. Wir haben die Handschuhe. Resistance. Ganz die, viele die Trainerkarten wieder. Das ist ein riesiges Set. Fast 200 Karten plus die ganzen Secret Rares. Also es ist riesig. Ja, genau. Riesig. Oh, so cooles Kokuna. Und ein Duck-Trio. Okay, ich lass es, glaube ich, für heute. Gestern haben wir schon eine kleine Eevee-Box, also so ein Eevee-VMAX-Box gerippt und ich in meinen vier Boostern hatte 0,0 nix und Sandra hat in jedem Booster einfach in jedem was Booster raus. Was gezogen. Deswegen, ich glaube, heute lasse ich ihn und ich glaube, ich Spiral sehe Energy. Schon wieder was. Wir haben den hier. Oh mein Gott, was ist da drin? Dir. Das furzende Coffin, Leute. Furzendes Mock. Guckt euch das an, wie happy das ist, dass es einen Furz gelassen hat. Das ist wirklich herrlich, herrlich, herrlich. Danke, Pokémon, für diesen wunderschönen... Da kommt wirklich was. Da kommt was. Cast von Formeo, wir haben Zralts, wir haben Farfetch'd. Und? Yes! Zeraora, das erste Zeraora, Rapid Strike aus dem Chilling Ring für uns. Wow! Wow. Das ist richtig schön. Sie ist so wie matt. Zeraora ist wie matt. Das habe ich beim Celebi wie schon beobachtet. Richtig krass. Schön, Leute. Ja, du schön. Hast definitiv das Glückshändchen heute. Heute habe ich wirklich das Glückshändchen. Zwei Booster, zwei Pools. Let's keep the train going. Hype Train. Hype Train. Let it rip, Leute. Also heute ist wirklich... Das wäre der Aufsteller vom Tag, Leute. Richtig krass. Blitzenergie. Karen! Dinya Trilhi. Wir haben Castform. Castform. Yes. Auch sehr, sehr coole Karte. Swirlix. Sphiel. Wir haben Avery. Und ein Aegon. Aber auch sehr, sehr coole Trainerkarte. Aaron! Aegron. Für mich heißen jetzt alle Aaron. Aaron. Nächstes Booster. Wir machen ein kurzes, kleines, knackiges Video über diese Blister für euch. Und was man da ziehen kann. Und was man da schon ziehen gesehen. Kann, Leute. Also wirklich Chilling Rain, ein crazy Set, würde ich meinen. Oh, Spiral Energy. Kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch und doch klein. Es ist wirklich Set halt. Krass. Es hat immer ein bisschen Glück Sneezel. Mit dabei. Und ja! Ja! Oh mein Gott! Wir sagen yes! Treppenleckende Gänger. Ich habe schon so viele Chilling Rain Booster aufgemacht, aber das ist mein erstes das Treppenleckende erste Gänger. Das erste englische Treppenleckende Gänger. Ja. Ich musste es auf Japanisch ziehen, jetzt habe ich es auf Englisch. Sehr schön! Yes! Okay, das ist eine Riesenfreude. Fast so groß wie bei der Rainbow Rail. Die musste ich schön, echt haben. Schön, wenn man dich mit so wenig begeistern kann. Denkt mal dran, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wir haben so viele Booster schon aufgemacht. Und ich meine, auch eine Rainbow Rare gibt es nur einmal im Set. Auch die gibt es nur einmal im Set. Und aus einem riesen Set eine bestimmte Holo zu ziehen, das stimmt, ist wirklich selten. Vergleicht es mal mit dem... 25-jährigen McDonald's Booster. Das Pikachu. Oh, das Pikachu. Alle anderen gibt es wie Sandamer. Aber Pikachus findet ihr nicht. Es ist das Bestimmte so selten. Stimmt, ja. Es ist relativ und hier selten. Das treppenlenkende Gengar. Also wirklich selten. Chase-Karte von Sandro. Sehr cool. Yes. Sehr cool. Die musste noch sein. Die musste noch sein. Drei Booster haben wir noch. Also für mich hat sich sowas von gelohnt. Ja, sowieso jetzt schon mit der Rainbow Rare. Eins, zwei, drei, unglaubliche vier, von Karte. Hinten nach vorne. Weg. Wasserenergie.
Eine kleine Abkühlung. Scroll of Piercing. Das Echohorn. Sie haben sehr viele Trainerkarten. Sie haben so viele Trainer. Viele Trainer. Es sind 3 Sets sind hier drin. Wir haben Jet Black Spirit, Shadow Rider, das Jet Black Spirit, Silverlands und Matchless Fighter. Ja. 3 japanische Sets zusammengeschweißt, minus 55 Karten. Können wir gerne wieder erwähnen, weil 55 haben sie rausgeschnitten von japanischen. Die fehlen sogar. Die haben das letzte Mal schon erwähnt, die tauchen dann wahrscheinlich irgendwo in den nächsten Sets auf. Wie sie das genau handhaben werden, ist noch nicht klar, aber die 55 haben sie rausgeschnitten, weil das Set jetzt schon gigantisch groß ist. Ultra süß. Unter anderem sehr, der Drache. Und der Fischdrache, der gelbe Drache, den wir ziehen konnten, den wir abgezogen haben. Und jeder weiß, was gemeint ist. Ich habe den Namen nicht präsent, aber jeder weiß, was gemeint ist. Den haben sie zum Beispiel rausgeschnitten und das habe ich noch nie erlebt, dass sie irgendeine Wii und vor allem die Rainbow und Old Art da rausgeschnitten haben. Also die muss noch kommen. Oh mein Gott, ich habe mich schon wieder gespoilt. Ich habe schon wieder was drin. Du hast was drin. Ich habe was drin. Du hast was drin. Schon wieder. Leute! Hey, heute ist mal richtig krass. Ich will es nicht aussprechen, aber ich sehe keinen schwarzen Rand, aber es glitzert. Oh mein Gott, Leute. Langsam. Ja! Ich glaub's nicht. Oh. Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott, die zweite Rainbow heute. Was ist los? Leute! Was ist los, Leute? Wahnsinn! Wow, was für eine wunderschöne Karte. Die Eiszapfen, das ist ja das Ice Rider. Man sieht so richtig die Eiszapfen, wie die da so rein. Boah, richtig krass. Hey Leute, wir haben aus 8 Boostern, aus 7 Boostern, eins ist noch da. Wow. 2 Rainbow Rares gezogen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Leute? Boah, ich zittere richtig, nicht Leute. Nicht mal aus einem Display kommt man, hat man so... Leute, oh mein Gott. Und das waren keine gespickte Booster. Nein. Ihr habt wirklich gesehen, wir haben die ausgepackt. Wir können euch leider nicht sagen, ob das aus den 3er oder 1er Blister. Wir das haben können gemischt, wir nicht sagen, wir haben gemischt. Aber es soll ja auch ein bisschen... Letztes Booster. Noch Zufall, Leute. Oh mein Gott. Aber was für nennst du Zufall? Das noch Zufall? Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. 1, 2, 3, 4, von hinten nach vorne. Mir zittern die Hände. Wow. Okay. Feuerenergie. Letztes ja, ich brenne. Boosten. Ich brenne definitiv. Wedding Gloves? Weeding Gloves. Wedding Gloves. Ich dachte mir, für die Hochzeit wäre es ein bisschen komisch. Ja, nicht so passend. 4. Nochmal ein Castform. Fomeo. Heracross mit dem Horn, mit der Hornattacke. Single Strike, sehr harter Hornschlag. Wir haben Single Strike, Scroll of Piercing und noch eine Holo Shaymin. Sehr schön, die auch gleich zu den anderen dazu. Hey, was für eine Ausbeute. Oh mein Gott, Leute, die 2 Rainbows. Das gibt's ja nicht. Einfach 2 Rainbows gezogen. Ja. Definitiv. Unglaublich. Eine Seraura wie treppenleckendes Gengar, die wunderschönen Promos und die Shaymin Holo nicht zu vergessen. Also das lohnt sich allemal. Mega cool. Die einzelnen Booster geben teilweise wirklich mehr raus. Wow. Man kann Pech haben, man kann Glück haben. Wir haben jetzt richtig abgeräumt, würde ich sagen. Oh mein Aber Gott. So richtig, und das richtig aus abgeräumt. Minus diese 4. Haben wir 5 Pulls aus 8 Boostern. 8 Boostern. Ja. Krass. Ein guter Schnitt, würde ich meinen. Vor allem, was für Puls. Oh Gott, was für Puls. Ja, ein Hammerschnitt. Also ich würde sagen, bestanden. Die Blister haben definitiv Blister bestanden. Haben bestanden, auf jeden Fall. Mache ich wahrscheinlich noch ein paar mehr. Richtig cool, Leute. Das waren die Blister von Chilling Rain. Kurz und schmerzlos, hammermäßiges Schmerzlos, mir tut es immer noch hammermäßige weh. Hammermäßige Puls, Leute. Also krass. Das muss man erstmal nachmachen. Da sind wir jetzt mal richtig stolz und können auch richtig angeben damit. Gleich in die Chats rein posten. Gleich in die Chats rein. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Ich rechnete mit einer Wii oder einer Wii Max mit richtig viel Glück, vielleicht eine Fuller Trainer, aber das haut mich fast vom Stuhl. Man weiß es wirklich nie, es ist halt wirklich random in den Blistern. Krass. Von dem her.
Hey, cool. Sehr cool. Schön, war dir dabei. Danke, fürs mit dabei sein. Kurzes, knackiges Opening und wir sehen uns eigentlich schon das nächste Mal. Yes. Wieder zum nächsten Opening von den neuen Produkten. Also auf dem Weg dran. Nach unten, lasst noch ein Like da und ein Subscribe, wenn euch dieser Content gefallen hat oder die Rainbow Rares. Danke euch, Leute, von den Car Collectors. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao.